Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Ich bin Max Holz und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Zurzeit ist ein richtig geiler Glitch am Start, so ein Farbenglitch, wo ihr auf eure Waffen so ein, ich nenne es mal so ein Perleffekt draufzaubern könnt, also wie bei den Autolackierungen, der dann mal so richtig schön glänzt. Also nicht so eine extra Farbe, nochmal so eine extra glänzende Farbe. Ich zeige euch mal, wie das mal eben geht. Also zum Beispiel Pink sieht da richtig geil glänzend aus oder Gold sieht richtig glänzend aus oder auch Platin sieht nochmal richtig extrem aus, kommt richtig krass raus, wie fast schon so wie so eine Chromfarbe, als ob ihr so ein Addon Chrom habt oder so. So würde ich es ungefähr beschreiben. Also das sind die Farben, wo es mit am geilsten klappt, also Platin, Gold und Pink. Anderen klappen natürlich auch. Und jetzt mal eben kurz, wie funktioniert der? Funktioniert mit allen Waffen, wo ihr so eine Gravur habt. Also PS4 und Xbox One, PC geht das ja. Bei den alten Konsolen PS3 und 360 habt ihr ja die Gravuren nicht. Also das ist hier zum Beispiel diese geschnitzte Geschützbronze, wie heißt es? Ja, geschnitzte Geschützbronze heißt es. Mit dieser, ja, eben Gravur drauf. Beim Spezialkarabiner habt ihr das auch, auf ein paar anderen Waffen auch. Jedenfalls, was müsst ihr als erstes tun? Ihr wählt erstmal die Farbe aus, wo ihr dann nachher diesen krassen Perleffekt haben wollt. Ich nehme jetzt einfach mal Pink, was ich schon ausgewählt habe. So, und dann geht ihr danach, wenn ihr die Farbe ausgewählt habt, also die normale Farbe, geht ihr dann auf diese Gravur drauf. Das ist hier beim Gefechts-MG. In dem Fall die geschnitzte Geschützbronze. So, das habe ich jetzt ausgewählt. Wie gesagt, klappt nicht bei allen Waffen, nur eben diese, die diese hier, diese Gravur haben. So, dann geht ihr wieder aus dem Menü raus und geht auf Online, neue Sitzung finden. Und wenn ihr dann in der nächsten Sitzung dann gespawnt seid, dann sollte schon der Perleffekt drauf sein. Ich mach mal eben Cut. So, angekommen in der neuen Sitzung. Schauen wir mal. Ihr könnt ja, guck mal, wie geil das aussieht. Sieht das nicht hammer aus? Ich meine, guck mal, das alte Pink, das sah übelst, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen langweilig aus, so matt halt. Nicht wirklich krass, aber das sieht wirklich richtig geil glänzend aus und das komplette Gefechts-MG ist komplett in Pink halt. Ich meine, solche Neuerungen wären doch mal geil als DLC, ja, also einfach sowas rauszubringen, so ein Farben-DLC, wo du einfach so eine richtig geilen Effekte draufknallen kannst auf die Waffen. Ich meine, das wollen doch die User, ne? Ich hoffe, Rockstar patcht das nicht. Mal kurz mal in die Ego-Nummer gehen, wie das Gefechts-MG in Pink aussieht. Auf jeden Fall auch mal richtig geil. Mal hier mal so halten, ein bisschen rumzwirbeln, schießen, nachladen. Und dann werde ich euch dasselbe nochmal in Gold und Platin zeigen. Ich gehe jetzt eben nochmal kurz rein in den, in Ammunition. Und zeige nochmal kurz das Prinzip. Ich weiß nicht, wie welche Waffen jetzt nicht gehen. Ich weiß nur, dass es mit dem Gefechts-MG, mit dem Spezialkarabiner, da sieht man es am geilsten. Also kommt es am geilsten raus wegen der großen Fläche. Ne? Oder auch zum Beispiel beim Scharfschützengewehr. Wir können es hier mal eben. Ne, wir machen es mal jetzt mit dem Gefechts-MG. Ich meine, müsst ihr halt mal selber ausprobieren, denn wir hatten Pink schon, nehmen wir jetzt mal, guck mal hier, wenn wir mal so uns mal Pink angucken, sieht es eher ziemlich langweilig aus. Außerdem haben wir noch so ein paar Flächen, da fehlt es halt noch. Nicht so schön, ja, so das Perleffekt Pink, dieser Perleffekt Glitch-Farbton sieht da ein bisschen geiler aus. Ich nehme jetzt mal Gold, einfach wieder Gold auswählen, die normale Farbe, sieht halt wieder ein bisschen, naja, matt, ein bisschen langweilig aus. Und dann eben die geschnitzte Geschützbronze drauf, also die Gravur auswählen und dann raus aus dem Menü und neue Sitzung wechseln. So, bis gleich. Angekommen in der neuen Sitzung, ich zücke jetzt mal meinen Gefechts-MG und zieht euch mal das Gold rein. Das sieht so hammerglänzend aus. Ich finde, es sieht echt besser aus als das normale Gold, oder? Das normale Gold ist ja so matt und irgendwie, ja, eher so matt halt, so langweilig, so spielzeugmäßig. Und das sieht halt richtig geil, glänzend golden aus irgendwie. Mal kurz nochmal in die Ego rein und dann schauen wir uns das nochmal an. Schöne Goldeffekt mit Gravur. Ich finde es halt auch cool, dass die Gravur noch erhalten bleibt. Also, dass nicht nur dieser Glitch mit diesem Perleffekt ist, sondern auch die Gravur noch mit extra drauf ist. Richtig, richtig cool. Mal schießen kurz. Nachladen. Und nochmal kurz latschen. Dann sieht man es ja auch nochmal. So, geile Sache. Jetzt wird es richtig glänzend, weil ich zeige ich mir eben kurz nochmal den Platin-Farbton. Also, dasselbe Prinzip nochmal. Die Farbe auswählen, wo ihr nachher diesen krassen glänzenden Perleffekt haben wollt. Also hier Platin in dem Fall, guck mal, jetzt habt ihr so einen Vergleich, das ist das normale Platin, sieht so schon ziemlich cool aus, ja, aber noch nicht ganz so glänzend, nicht wirklich krass chromfarben, wir wollen ja so einen krassen chromfarbenen Look haben, diesen Perleffekt, so jetzt wieder geschnitzte Geschützbronze auswählen und wir sehen uns in der nächsten Sitzung, in der neuen Sitzung. In der neuen Sitzung angekommen und jetzt Achtung, Gefechts-MG und BÄM! Sieht das nicht hammerkrass aus? Ich meine, der alte Platin-Farbton war ja schon geil. Ja, der war schon ziemlich sexy Platin so. Wenn das sexy Platin war, dann ist hier das übermega krass Porno-Platin, ja. Das ist der Hammer. Warte mal, ich stelle mich mal kurz hier hin so. Dann können wir
mal ganz kurz mal eben rumschwenken. Also es ist echt krass. Es ist, als ob ihr auf irgendeinen Supersportwagen, wie zum Beispiel den Adder, da erinnert mich das Ganze irgendwie dran, so ein Chrom-Effekt draufknallt, so eine Chromfarbe. Extrem glänzendes Platin. Also es ist noch nicht mal mehr Platin, es ist schon Chrom. So, ich gehe mal kurz nochmal in die Ego. Dann sehe ich das nochmal hier noch aus der Ego. Ah, hier ist die Sonne, alles klar. Heftig, wie das glänzt, oder? Und das noch dann mit dieser Gravur drauf. Das sieht nochmal echt richtig krass aus, ey. Mal kurz nochmal hier rumschwenken. Kannst du echt nicht genug von kriegen. Also ich nicht. Ist schon nice. Jo, das war's zu diesen neuen Perleffekt-Lackierungen über den Glitch. Und die behaltet ihr übrigens, ja. Die behaltet ihr. Also wenn ihr die Sitzung wechselt, behaltet ihr. Ich habe mal das Spiel neu gestartet. Da habe ich die auch behalten. Also es bleibt halt so. Ja, es verschwindet nicht. Also ich hoffe, Rockstar patcht das nicht. Das wäre echt scheiße. Sowas würde sich echt anbieten für mal ein komplettes DLC. Oh, verdammt. Ich bin gleich tot. Verdammt. Ich muss mal eben kurz hier einsteigen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr noch ein Unlock All braucht, also unendlich Geld, Rang, alles freigeschaltet und so weiter, wisst Bescheid, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch die Website von meinem Modder-Team verlinkt, also extrememodding.de, wo auch der Account hier her ist. Oder ist das hier Extreme-Modding? Habe ich jetzt Extreme-Modding-Account? Muss ich mal schauen. Ich sehe gerade meinen Account. What the hell? Schauen wir mal. Ja, extreme-modding.de. Verdammt, muss ich mal kurz in Passiv gehen. Da könnt ihr, wenn ihr Fragen habt, auf die Facebook-Seite gehen. Und wenn ihr gleich was bestellen wollt, auf die Bestellseite von Extreme Modding. Passivmodus, fick dich. Ja, Sonnenpech. Leute, danke fürs Zuschauen, wie gesagt. Bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Bis denn.